Bin wieder zurück. Ich habe ein weiteres Mal einen Checkpoint geladen. Wir kamen wieder hier raus auf Ebene 5 des Turms. Und ich fahre jetzt wieder runter. In Ebene 3. Ich habe nachgeschaut, wo der letzte Stern ist, der uns fehlt. Ich gebe zu, ja, ich habe nachgeschaut, wo er ist, weil ich keinerlei Lust hatte, die komplette Welt zu durchsuchen. Ich weiß, der könnte überall sein. Ich habe ihn im Turm nicht gesehen, aber anscheinend ist er im Turm. Ich weiß nicht, wie man an ihn rankommt. Das habe ich nicht nachgeschaut. Ich habe lediglich geschaut, wo er sich befindet. Die Behauptung war, es gibt einen Stern im Turm, Ebene 3. Und deswegen werde ich den jetzt suchen. Ist das hier? Kann ich hier runter? Ich glaube nicht, dass er da ist. Nein, ich glaube, er ist hier drin. Schauen wir uns nochmal um. Hier ist ein Terminal. Hier vielleicht? Da hat was geglitzert, oder? Bilde ich mir das jetzt ein. Da glitzert doch was. Oder funkt und spratzelt. Ja, da ist er. Den habe ich verpasst, weil das Puzzle hier so leicht war. Aber wie kommt man da ran? Das ist doch die spannende Frage. Ich löse jetzt das erstmal normal. Ich sehe jetzt noch keinen offensichtlichen Zugang dorthin. Kein offensichtlicher Zugang. Aber gab es jetzt auch überhaupt keine Tür, oder? Ich glaube, es gab überhaupt keine Tür. Gab es ein Fenster vielleicht, wo ich reinklettern kann? Hab ich jetzt auch nicht gesehen. Das heißt, meine einzige Chance wäre irgendwie über die Dachbalken. Huh. Mysteriös. Oder muss ich Kisten hier hochschleppen? Wo soll ich denn jetzt Kisten herkriegen? Also nicht aus dem aktuellen Puzzle, so viel ist klar. Da müsste ich in ein anderes Puzzle und Kisten rausschmuggeln. Das erscheint mir ein bisschen abwegig. Ich weiß auch noch nicht, welchem Puzzle ich jetzt Kisten zur Verfügung hatte. Aber ich meine, hier draußen ist alles möglich. Ich springe jetzt mal kurz hier runter. Aus Neugier. Okay, ich kann hier landen und laufen. Da oben wäre auch ein Fenster gewesen. Ich frage mich, ob ich noch ein Stockwerk höher muss und dann da runter springen. Das könnten wir mal ausprobieren. Jetzt muss ich leider erstmal ganz nach unten. Im Fahrstuhlschacht, aber da komme ich nicht rein. Okay, ich würde mal in den vierten fahren und gucken, ob ich von da aus runterspringen kann. Ich kann auch überlegen, ob ich irgendwo hier Kisten finde. Wenn, dann ja in den anderen Turmpuzzle.
Da habe ich zwei Konnektoren, die bringen mir aber gar nichts. Was war denn in den anderen Ebenen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wir hatten das Puzzle mit den drei Kisten. Ja, das hatten wir. War das im vierten? Oder war das im zweiten? Kann sein, dass das im zweiten war. Aber die Kisten könnte man dann mitnehmen. Wenn man die aus dem Puzzle rausschmuggeln kann, könnte man die mitnehmen. So, im vierten ist schon mal das Abspringen auf der richtigen Seite schwierig. Ich kann nämlich nur auf der anderen Seite runter. Das heißt, wenn, dann müsste ich aus dem fünften springen. Und puzzelmäßig war das aber schon das mit den Kisten, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal, das ist so ein Plattformding. Auch alles gut verschraubt hier. Okay, also hier kriegen wir nichts raus. Zu gut abgesperrt. Jetzt schaue ich nochmal im fünften vorbei. Und dann muss ich aufgeben für heute. Hier wäre ich auf jeden Fall wieder auf der richtigen Seite für den Sprung. Hier waren auch die Dinger. Da hatte ich ja angekündigt, das will ich eigentlich ausprobieren. Und hier könnte ich theoretisch vielleicht auch Sachen rausschmuggeln, aber ich probiere es mal. Ich kann hier drauf laufen. Wohin will ich fallen? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Sieht so aus, als wäre da so ein Außenbereich. Ich versuch's mal. Okay. Sah auch so aus, als wäre da ein Loch in der Decke, oder? Habt ihr das auch gesehen? Da war so ein Fenster. Jetzt müssen wir eine Weile warten, bis der Fahrstuhl wieder da ist. Das sah schon so aus, als wäre da so ein Dachfenster offen. Puh. Da, habt ihr es gesehen? Da war so ein schwarzes Loch. Da würde ich gerne landen, wenn das geht, irgendwie. Und der fünfte Stock bietet da schon eine Menge Absprungmöglichkeiten. So, von hier aus glaube ich nicht. Dass das was wird. Und hier unten komme ich nicht mehr raus. Oh, oh, das Puzzle ist wieder zu. Oh, das ist fies. Das habe ich noch nicht gelöst hier dann quasi.
Ha. Assassin's Creed. So, wo wollte ich landen? Ich nehme an, da unten. Das sieht richtig aus. Also, Geronimo. Nein! Ich lande außerhalb der Map, oder? Nicht mal. Wow. Am Anfang waren die... Ich bin so weit außerhalb der Map gelandet, dass ich schon außerhalb des Despawners war. Aber hey, das bringt mich wieder nach oben. Cool. Das muss man gleich mal wissen. Aber ich habe mich nicht getäuscht. Die Dinger hier haben einen Sinn. Ich wusste es doch. Hätte ich das mal gleich erkundet, aber dann hätte ich das richtige Ende nicht gefunden. Alles. Gewöhnliche Ende nicht gefunden. Also ich muss noch ein bisschen mehr in die Richtung. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Oh. Und ich habe auch überhaupt keine Air Control. Am Anfang waren... Das Rückspulen ist echt praktisch. Das hätte ich gleich mal machen müssen. So, eben bin ich irgendwo angestoßen, oder? Ah, ich habe echt keine Air Control. Ich kann nicht im Fall kontrollieren, wo ich lande. Das heißt, ich muss auf Anhieb richtig springen. Vielleicht kann ich nochmal da runter. So als Zwischenebene. Nein. Nein, ich kann nicht. Oh. Weil ich da jetzt verdammt nah vorbeigekommen bin. Ich frage mich, wie weit ich rauslaufen kann. Ist das wahre Freiheit? Ah, oh, hier ist die echte Grenze der Welt. So, ich glaube, ich habe gerade auf das falsche Dach gezielt. Das echte Dach, das ich erwischen möchte, ist... Welches ist es denn? Ha! Okay, es war viel einfacher als ich dachte. Man muss nicht springen, man muss einfach nur gerade runterlaufen. Damit hätten wir den Stern. Ja, die letzten 10. Das heißt, jetzt will ich wirklich vom Turm runter. Und mich in Abschnitt C begeben. Für die letzte Prüfung. Die beiden ersten Code-Teile waren 5 und 7.
Bin ich mal gespannt, was der letzte ist. Wo ist die Sternentür? Wo ist die Sternentür? Hier, hier ist sie. Auch wieder so ein Tetris, das sich nicht so leicht lösen lässt. Da muss man wieder mit den Blöcken, glaube ich, anfangen. Oder zumindest mal... Das ist wieder so ein symmetrisches Ding. Ich hätte wieder perfekte Symmetrie an der Hand. Diesmal hilft die Symmetrie aber nicht so sehr. Ja. Nein. Nein. Verdammt. Es bleiben immer zu viele Ecken übrig.
Sieht ganz hübsch aus, ist aber nicht richtig. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Für das Tetris fehlt mir wirklich jede Strategie. Knapp vorbei. Es wird nicht besser, es wird nicht besser. Zwei Blöcke sind tatsächlich das Problem hier. Vielleicht ist es keine symmetrische Lösung. Aber ich habe jetzt eigentlich auch schon die meisten asymmetrischen durch.
Nee. Ah. Okay. Das hat lang gedauert. Das hat lang gedauert.